Sehr geehrter Herr Professor von Weizsäcker, sehr geehrter Herr Professor Welzer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Josef Mackert, ich bin Studienleiter an der Katholischen Akademie in Freiburg und ich begrüße Sie auch im Namen der Mitveranstalter Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und Theater Freiburg sehr herzlich zu diesem Gesprächsabend. Der äußere Anlass für diesen Abend ist ein runder Jahrestag. Vor 50 Jahren, 1972, wurde eine Studie des Massachusetts Institute of Technology veröffentlicht, die der Club of Rome in Auftrag gegeben hatte. Der weltberühmte Titel dieser Studie lautet in deutscher Sprache »Die Grenzen des Wachstums – Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit«. Übersetzt in 30 Sprachen und in Buchform über 30 Millionen Mal verkauft. Die Einsichten und Prognosen dieses für manche wichtigsten Berichtes, der je geschrieben wurde, zeigen den Zusammenhang von 5 Tendenzen mit globaler Wirkung: Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Verbrauch von Rohstoffressourcen und Zerstörung von Lebensraum durch Umweltverschmutzung. Man hat diesen Bericht das Ursprungsdokument des ökologischen Denkens genannt. Seit 50 Jahren wissen wir also Bescheid über die Grenzen des Wachstums. Aber wir haben noch nicht annähernd die nötigen Konsequenzen gezogen. Im Gegenteil vergrößern und beschleunigen wir das Ausmaß globaler Zerstörung immer mehr. Der sogenannte Earth Overshoot Day, der Welterschöpfungstag, der modellhaft den Verbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen veranschaulicht, ist seit seiner Erfindung vom Monat November mittlerweile auf den Juli vorgerückt. Das heißt, ab Ende Juli betreiben wir für den Rest des Jahres Substanzvernichtung. Und wenn man diesen Tag für Deutschland berechnet, das heißt modellhaft fragt, wo stünde die Welt, wenn alle so leben würden wie wir hier, dann liegt dieser Tag mittlerweile Anfang Mai. Oder mit dem anderen eindrücklichen Bild gesagt, wir bräuchten 3 Erden, wenn alle so leben würden, wie wir es tun. Das wissen wir alle hier, und zwar schon lange. Sie kennen vielleicht auch die Carbon Clock des Mercator-Instituts, die uns vorrechnet, wenn wir die Erderwärmung wirklich bei 1,5 Grad stoppen wollten, ist das weltweit zur Verfügung stehende CO2-Budget bei unvermindertem Ausstoß in 7 Jahren aufgebraucht. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Unsere politischen und gesellschaftlichen Antworten stehen dazu noch immer in einem krassen Missverhältnis. Um es mit dem Titel des gerade erschienenen Buches von Ernst Ulrich von Weizsäcker zu sagen, so reicht das nicht, Ausrufezeichen. Nein, es reicht ganz und gar nicht. Und die Dramatik zeigt sich auch auf anderen Gebieten. So mehren sich die Stimmen, die fragen, ob die Demokratien mit ihren umständlichen Verfahren überhaupt noch angemessen reagieren können. So sehen wir eine Generation junger Menschen heranwachsen, in der sich ein beträchtlicher Teil selbst die letzte Generation nennt. Bernd Ulrich hat zusammen mit seinem Sohn letzte Woche in einem großen Artikel in der Zeit darüber nachgedacht, welcher ungeheure Shift sich gerade für eine junge Generation vollzieht, die nicht mehr wie die Generationen zuvor darauf hoffen darf, dass sich die Dinge zum Bessern verändern lassen. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der die Lebensperspektive der Jugend nicht mehr das optimistische Vorzeichen »Das Beste kommt noch« trägt, sondern durch den Pessimismus einer negativen Teleologie bestimmt wird? »The worst is yet to come«, das Schlimmste kommt noch. Das haben wir alle noch nicht ansatzweise verstanden. Und da rede ich von Jugendlichen in unserem Teil der Welt und nicht von denen in Indien, Bangladesch oder afrikanischen Ländern, denen die Folgen des Klimawandels jetzt schon alle Lebensgrundlagen rauben. In dieser Lage, in der es zunehmend schwerfällt, Hoffnungsperspektiven zu entwickeln, ist es gut, Menschen zuzuhören, die angesichts der anstehenden Aufgabe nicht resignieren. Menschen, die durch ihr ganzes Lebenswerk als Experten ausgewiesen sind,
die die Fakten kennen und sie uns seit vielen Jahren erläutern und die sich immer wieder bemühen, gedankliche und politische Perspektiven zu formulieren, die uns helfen, nicht zynisch oder nicht resignativ zu werden. Ich spreche natürlich von den Gästen des heutigen Abends, Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker und Professor Dr. Harald Welzer. Beide haben gerade ein neues Buch veröffentlicht. Herr von Weizsäcker, das schon erwähnte, So reicht das nicht, Außenpolitik, neue Ökonomie, neue Aufklärung, was die Klimakrise jetzt wirklich braucht. Und Harald Welzer, das Buch Nachruf auf mich selbst, das unter anderem mit der Frage eröffnet, What if we fail? Was, wenn wir den Klimawandel nicht einbremsen können? Ein Buch, das uns gleich zu Beginn darauf verweist, dass unserer Vernunft die Kategorie der Endlichkeit fehlt, was uns unter anderem daran hindert, Strategien des Aufhörens und Beendens zu formulieren. Die gedankliche Spannung zwischen der Forderung nach einer neuen Aufklärung, die Ernst Ulrich von Weizsäcker postuliert, und dem Nachdenken über eine Kultur der Endlichkeit soll das Gespräch des heutigen Abends prägen. Herzlich willkommen, Ernst Ulrich von Weizsäcker und Harald Welzer. Ja, schönen guten Abend. Wunderbare Vorrede, Herr Mackert, wo im Grunde genommen alle Themen, über die wir heute Abend sprechen werden, schon vorgekommen sind, auch in der problematischen Entwicklung vorgekommen sind. Und wir sind beide Anhänger des Nicht-Streitgespräches, sondern des Gespräches, vielleicht mit unterschiedlichen Perspektiven, weil wir natürlich wissenschaftlich betrachtet unterschiedliche Hintergründe haben. Wir sind auch altersmäßig ein bisschen unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Rollen in der Nachhaltigkeitsbewegung, in der Ökologiebewegung gehabt. Ernst Ulrich von Weizsäcker ist einer der wichtigsten Leute in der Entstehung einer modernen Ökologiebewegung nach den Grenzen des Wachstums, die erwähnt worden sind. Und insofern bin ich super gespannt auf unser Gespräch, freue mich, dass das jetzt auch wirklich geklappt hat, und wir schauen mal, was wir draus machen, oder? Ich will vielleicht erstmal ein Wort über diese Grenzen des Wachstums sagen. Es gab einen italienischen Industriellen, der hieß Aurelio Peccei. Und der hat sich so in den 60er Jahren Sorgen gemacht. Überall auf der Welt gab es Aufstände, Studentenbewegung und so weiter. In der Tschechoslowakei Antikommunismusbewegung und so weiter und so weiter. Überall war Unruhe. Und dann hat er sich ein paar Leute zusammengesucht, um über The Predicament of Mankind. Damals sagte man noch Mankind. Das wäre heute nicht mehr richtig, zu philosophieren, zu reden, zu analysieren und so weiter. Und dann wurde das immer interessanter. Er brachte interessante Leute aus aller Welt zusammen, und seine Meinung war überhaupt nicht Grenzen des Wachstums. Seine Meinung war, die Leute sind verrückt oder spielen verrückt, und man muss doch irgendwie dafür sorgen, dass die auch wieder happy werden. Und dann war damals auch mathematische Systemtheorie en vogue. Und dann fand er einen von seinen Leuten, der hieß Forrester, Jay Forrester, und der sagte, ja, kann man alles ausrechnen, die Zukunft des Menschen, ja, müssen wir nur ein paar Parameter reintun und das dann zusammenbringen. Diese fünf Parameter ist ja gerade genannt worden, die Zahl der Menschen, der Industrieoutput, die Nahrungsmittelverfügbarkeit, die Ressourcenverfügbarkeit insgesamt und die Zahl der Menschen, und da habe ich die schon erwähnt. Ja, dann die Verschmutzung, ja, das war Verschmutzung. Und
Dann haben die das zusammengerechnet und dann kam das raus, worüber heute alle reden. Hatte mit Klima nichts zu tun, mit biologischer Vielfalt nichts zu tun, mit Bescheidenheit und so weiter nichts zu tun. Es war Mathematik im Wesentlichen. Und das hat die Leute wahnsinnig aufgeregt, denn Mathematik war ja sozusagen das, was immer richtig ist. Und deswegen schlage ich tendenziell vor, nicht etwa das Buch Die Grenze des Wachstums zu vergessen, aber methodisch besser in der Richtung zu laufen, wie Harald Welzer das tut. Aber da muss ich widersprechen. Und zwar an dieser Stelle muss man natürlich historisch widersprechen, weil obwohl das damals, also wir haben ja sozusagen als Sozial- und Geisteswissenschaftler immer einen Legitimationsnachteil gegenüber Naturwissenschaftlern, Mathematikerinnen und so weiter, weil wir sind ja weiche Wissenschaften. Und das Interessante damals, als die Grenzen des Wachstums erschienen sind, war ja, dass sie von vielen Seiten angegriffen wurden, was immer ein extrem gutes Zeichen ist. Es war seinerzeit so, dass das Buch angegriffen worden ist von links, weil man der Auffassung war, die Autorinnen und Autoren wollen den Arbeitern den Anteil am Wohlstand, am Wirtschaftswachstum streitig machen und zurücknehmen. Und von rechts war es, dass natürlich die Grenzen des Wachstums zu benennen, sowas wie ein geradezu sozialistisches, infiziertes Projekt ist und den Kapitalismus madig macht. Und das ist immer gut, wenn sowas passiert. Wenn man Dinge benennen kann, die keiner gut findet, es ist meistens was dran, zumal in dem Fall diese jungen, damals sehr jungen Systemwissenschaftler ja wirklich einen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Übrigens, ja. Um der Geschichte Gerechtigkeit zu tun, weise ich ja immer gerne darauf hin, die Studie ist von der Volkswagen Stiftung finanziert worden. Richtig. Und das tue ich deswegen auch gerne, weil ich habe selber der Volkswagen Stiftung sehr viel zu verdanken und es ist ein guter Laden und es spricht auch für die, dass die halt in den späten 1960er Jahren, heute liegt dort noch übrigens der mit Maschine geschriebene Antrag von Dennis Meadows, dass die das damals finanziert haben. So, aber jetzt kommt ja der interessante Punkt, über den wir, glaube ich, uns mit Gewinn unterhalten können. Die Studie hat, so kann man bis heute sagen, an vielen Stellen eine hohe Plausibilität. Sie haben bestimmte Sachen nicht gesehen, weil sie sie nicht sehen konnten. Also beispielsweise die Rolle, die die Senken spielen für die Probleme, die wir heute haben. Also die Perspektive richtete sich mehr auf das Wachstum von Bevölkerung, auf den steigenden Ressourcenverbrauch und weniger darauf, was wir wirklich für manifeste Probleme heute haben. Wo wird man das ganze Zeugs wieder los? Und das generiert ja die Probleme, in denen wir stecken, viele der Probleme. Und man hätte ja aber damals, das finde ich das Spannendste an dem ganzen Buch, vielleicht kannst du das ja auch aus der Perspektive des Erscheinens damals ergänzen. Dieses Buch war ja nicht alarmistisch. Es war überhaupt nicht alarmistisch und zwar aus dem Grund, dass zwar die Prognose gewesen ist, es heißt ja im Original auch Limits to Growth, nicht Limits of Growth. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil es geht um die Praxis des permanenten Weiterwachsens und dafür gibt es Grenzen und die Grenzen haben sie damals dort situiert, wo wir heute sind, nämlich am Beginn des 21. Jahrhunderts. Und da entstehen die Probleme, war die Prognose. Und ist aber nicht schlimm aus der Perspektive von 1972, weil dann hat man ja noch Zeit für den Pfadwechsel. Ja? Also weniger zu wachsen, Güterproduktion nicht auszuweiten, sondern zu reduzieren und so weiter. Und wir wissen alle, das präzise Gegenteil ist passiert, in einem unvorstellbaren Ausmaß, den man sich damals gar nicht hätte denken können. Und die jeweiligen Updates, die Verantwortlichen der Studie ja gemacht haben, alle 10 Jahre ein Update zu machen, haben ja dann jedes Mal gezeigt,
Alles läuft weiterhin in die falsche Richtung, obwohl es diese Evidenz gegeben hat. Und ich finde, der wirklich, wirklich spannende Punkt ist, sich darüber zu verständigen, erstens, warum das so ist und zweitens, wie man aus diesem Desaster tatsächlich rauskommt. Du betonst vollkommen zu Recht, die gute Seite von diesem Buch gibt es eindeutig und hat viele Leute erschreckt. Sehr gut. Dass die Volkswagen-Stiftung da drin war, hing an einer Person, Eduard Pestel. Der war einer der ganz frühen Mitglieder des Club of Rome und er war in Niedersachsen auch als Politiker tätig, er war auch Wissenschaftsminister für die CDU und er war ein starkes Tier in der Volkswagen-Stiftung. Und als Jay Forrester sagte, naja, also da brauche ich ein Team, hat Eduard Pestel gesagt, das bezahle ich euch. Und das war großartig. Ich habe Eduard Pestel auch persönlich gekannt. Er war im Grunde der Wichtigste von der deutschen Seite für den Club of Rome. Und ich habe ihn ausgesprochen geschätzt, weil er rational und auch mutig war. So, jetzt aber die nächste Frage ist nicht so sehr die Geschichte von Club of Rome, sondern was wir eigentlich heute machen müssen. Und da hört man dann von vielen Seiten, ja, ihr müsst eben bescheidener werden. Das ist nicht falsch. Aber eine andere Sache von Bescheidenheit ist die Geburtenbescheidenheit. Zur Zeit, als das Buch Die Grenze des Wachstums geschrieben wurde, hatten wir sowas wie 3 Milliarden Menschen. Jetzt haben wir bei einer 8 Milliarden. Das heißt also, das pro Kopf Verfügbare ist wegen der Bevölkerungsvermehrung ständig geschrumpft, und zwar dramatisch. Das ist aber ein Tabuthema, darüber kann man nicht richtig reden, das ist immer sehr schwierig. Das muss aber wieder auf die Agenda. Wir brauchen eine Stabilisierung der Weltbevölkerung. Die Chinesen, die Japaner, die Deutschen, die Italiener und viele andere machen vor, dass das sehr, sehr gut geht. Aber in Afrika passiert das Gegenteil. Wenn du da jung verheiratet bist und du redest mit deiner Frau oder deinem Mann, wie machen wir das mit Kindern, dann kommen die sofort überein, ja möglichst viele. Denn die müssen dann für uns sorgen, wenn wir alt sind und ein Pensionssystem gibt es nicht. Das heißt, wir müssen eine Art von Entwicklungspolitik machen, bei der wir den afrikanischen Ländern helfen, ein solides Rentensystem aufzubauen. Wir hatten das Glück schon zur Bismarck-Zeit, da fing das an. Aber es hat dann eben noch 50 Jahre gedauert oder mehr, bis wir da eine halbwegs Stabilisierung hingekriegt haben. So, und jetzt will ich aber noch das heute sehr viel wichtigere Thema des Klimas ansprechen kurz. Es gibt eine empirische, mathematisch sorgfältig ausgearbeitete Studie vor etwa 10 Jahren, wo für die 8 wichtigsten Wirtschaftssektoren von links nach rechts aufgezeichnet ist, der Pro-Kopf-Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und von unten nach oben der Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen, hauptsächlich CO2. Und als kleine Pünktchen hat man in jeder von diesen 8 Grafiken die Länder der Welt. Und das sieht so aus. Die armen Länder produzieren pro Kopf fast kein CO2. Die reichen Länder produzieren jede Menge. Das heißt, das, was wir in der Politik alle wollen, mehr Wachstum, mehr Bruttoinlandsprodukt, ist die Ursache für das Schlimme. Das darf aber niemand sagen. Doch, ich. Du, ja, das finde ich ja gut so. Ich sag's ja auch. Aber es ist sowas von unpopulär. Stell dir mal die Bild-Zeitung vor, wie die darauf reagiert. Wenn wir sagen, wir müssen schrumpfen, das geht schief. Also deswegen komme ich dann auf die Idee, wir brauchen für die heutige volle Welt, wie wir das nennen, eine neue Aufklärung,
Die alte Aufklärung fand in der leeren Welt statt, als Wachstum etwas prinzipiell Gutes war. Ich würde das noch versuchen, ein bisschen anzuschärfen. Gerne. Wachstum war gar keine Kategorie. Richtig. Ne? Also als die Gedanken der Aufklärung entwickelt wurden und sozusagen im selben zeitlichen Horizont ein Manufaktursystem sich langsam in Richtung kleiner Industrie entwickelte, wo sowas wie die Anfänge moderner Wissenschaft entstanden und so weiter, da war Wachstum keine Kategorie. Das finde ich übrigens was wahnsinnig Interessantes. Also in der ökonomischen Theorie bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein nicht. Das hat eigentlich niemanden interessiert. Und was ich mal so als Merkposten, vielleicht kommen wir später darauf zurück, gerne so beibehalten wollte, ist, dass man sich mal überlegen muss, welche kulturellen, welche geistigen, welche künstlerischen, welche wissenschaftlichen Errungenschaften in einer Welt erzeugt worden sind, in der Wachstum gar keine Rolle spielte. Das ist zum Beispiel ziemlich interessant. Also welche Theaterstücke wurden geschrieben, welche Bilder hat Vermeer gemalt oder sonst was. Also weil heute gibt es halt die Vorstellung, wenn wir kein Wachstum haben, bricht sofort alles zusammen. Ja? Und das ist ja die Kapitalismustheorie, die sich Kapitalismus wie ein Fahrrad denkt. Ja? Man muss immer treten und wenn man aufhört zu treten, kippt es um. Und so denkt man das. Und das sind ja aber keine empirisch verifizierten Dinge, sondern das sind Glaubensüberzeugungen. Insofern kann man an dieses Wachstumsthema ja nochmal ganz anders rangehen, aus einer historischen Perspektive. Und der andere Punkt, den ich noch ergänzen wollte, du hast ja indirekt die beiden Dinge zusammengebracht, die Frage des Bevölkerungswachstums, aber das ungeheure Wachstum des individuellen Verbrauches in den reichen Ländern. Und so wird ja ein Schuh draus. Man kann ja sagen, dass diese Form von Lebenspraxis, wie wir sie täglich praktizieren und wie wir sie ja auch praktizieren sollen, nach den Wünschen der gegenwärtigen Standardökonomie und dementsprechend auch der Politik, dass das natürlich das Kardinalproblem ist. Also wenn wir das 5- bis 10-fache von dem in Anspruch nehmen, was andere Menschen auf der Welt in Anspruch nehmen, dann potenziert das dieses Problem. Und das macht ja das aus, was in den letzten 50 Jahren tatsächlich passiert ist. Aber bleiben wir mal, glaube ich, weil das ist der echt spannende Punkt, bei der Frage dieser neuen Aufklärung. Also ich mache mir darüber ja auch Gedanken und jetzt mal, wir können uns ja hinterher die Frage stellen, es nützt ja nichts, nur zu denken und auf einer Theaterbühne darüber zu sprechen, wie kriegt man diese Dinge dann sozusagen wiederum in die Praxis. Aber erstmal nur so gedacht, was müsste denn diese neue Aufklärung alles beinhalten? Also um wirklich revolutionär zu sein, in dem Sinne, dass sie tatsächlich einen Impuls zur Veränderung bietet. Also in diesem Buch, so reicht das nicht, haben wir ein ganzes Kapitel über neue Aufklärung. Und da fange ich an, mit dem, was mir die Afrikaner beigebracht haben, dass die alte Aufklärung, so 16. bis 18. Jahrhundert, arrogant war und eine Rechtfertigungslehre für die Kolonisierung der Welt. Wir sind aufgeklärt, die da unten nicht, also müssen wir die erstmal erobern, um denen die Aufklärung zu bringen. Wenn ich mit Afrikanerinnen, meine Nachfolgerin als Co-Präsidentin des Club of Rome ist eine Südafrikanerin, wenn ich mit der über Aufklärung rede, dann kommt zuerst der große Zorn hoch. Ihr Europäer habt die ganze Welt erobert und de facto ausgeräubert und heute seid ihr die Reichen, wir die Armen. Und wenn das der Sinn der Aufklärung ist,
Das darf doch nicht sein. Also das müssen wir in den reichen Ländern erstmal empirisch wissen. Wir sind die eigentlichen Gewinner der Aufklärung gewesen und viele andere die Verlierer. Das muss sich ändern. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist, die heutige Aufklärung ist, verkürzt gesagt, eine Art von Mathematisierung. Also man kriegt heute keine karriererelevante Peer-Review-Publikation als Akademiker mehr hin, wo nicht alles voll von Mathematik ist. Und eine obligatorische empirische Beweisführung. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber empirisch per Definitionem heißt Vergangenheit. Über die Zukunft haben wir empirisch nichts sagen. Das heißt, dieser Zwang zur empirischen Rechtfertigung heißt Zukunft ausblenden. Deswegen ich betrachte mein Buch als eine Lobrede auf Fridays for Future, nicht for Past. Das heißt also, wir müssen es wagen, auch in einem Bereich, wo wir noch keine feste Beweisführung in der Hand haben, ernsthaft darüber nachzudenken. Da braucht man Leute wie dich. Du machst das ja großartig. Du redest auch darüber, wie es werden könnte, wenn und so. Das finde ich ganz großartig und das muss auch ein Wesensteil der neuen Aufklärung sein. Und der dritte Aspekt, den ich dort drin formuliere, ist, wir brauchen wieder mehr Balance. Zum Beispiel selbstverständlich Balance zwischen Frauen und Männern. Dann ein Balance zwischen Staat und Markt. Die Neoliberalen, die du da jetzt gerade zitiert hast, die sagen, der Markt macht alles automatisch richtig und der Staat ist ein Bürokratiemonster. Das ist so die übliche Auffassung. Das ist ganz großer Quatsch. Zur Zeit von Adam Smith, einem der großen Aufklärer, der hat sozusagen die Marktgeschichte erfunden, war die geografische Reichweite der sogenannten unsichtbaren Hand, also des Marktes, identisch mit der geografischen Reichweite des Rechts. Und deswegen musste zur Zeit von Adam Smith der Markt sich unter das Gesetz stellen. Und heute ist der Markt global und das Recht ist national, also gewinnt immer der Markt. Und das ist eine Katastrophe. Also auch ein zweites Beispiel von Balance. Man kann 100 nehmen, will ich jetzt nicht. Ich will, dass ich wieder dir zuhören darf. Ja, aber das ist, also ich meine, ich kann mich natürlich nicht der, wie soll man sagen, kann mir das nicht verkneifen, diese Ideologie des Marktes, der Neoliberalen, hört ja immer genau an der Stelle auf, wo der Markt nicht funktioniert. Und wir haben ja jetzt gerade diese ironische Geschichte, dass ein Apologet des Marktes, unser Finanzminister, einen Staatseingriff gemacht hat in den Markt, nämlich in den Benzinpreismarkt, wo er sich wahrscheinlich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr noch in Talkshows in Krämpfen am Boden gewunden hätte, wenn jemand das vorgeschlagen hätte, und dann etwas macht, was sich dann als ein gigantisches Geschenk an die Mineralölwirtschaft erweist. Und das finde ich echt cool, weil man an diesen Beispielen die Vergeblichkeit, ja, dieser ökonomischen Nicht-Theorien einfach zeigt. Das stimmt eben einfach nicht. Und der andere Punkt aber, und da ist die Frage mit der Entstehung der Aufklärung und auch die Frage nach der neuen Aufklärung, glaube ich, unmittelbar adressiert. Aufklärung basiert auf der radikalen Trennung zwischen uns als Menschen und allem anderen. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung neuzeitlicher Wissenschaft, neuzeitlicher Technikwissenschaft, auch des Denkens von Kant und anderen. Und das ist auch das Erfolgsmodell. Ja, dass wir gewissermaßen, wie Francis Bacon das formuliert hat, die Welt als das Storehouse of Matter betrachten. Ja, das ist sozusagen das Warenlager, was wir zur Verfügung haben. Und
Horkheimer Adorno, muss man in dem Zusammenhang natürlich sagen, hellsichtig in Mitte der 1940er Jahre die Dialektik der Aufklärung geschrieben, die genau diesen Punkt hat. Und was wir heute erleben, 2021, 2022, also sozusagen den empirischen Beleg des Satzes, jeder versucht, den Naturzwang zu brechen, führt desto tiefer in ihn hinein. Weil was wir ja heute erleben, ist im Grunde genommen, ich sage es mal so pathetisch, bisschen kitschig, die Natur spricht. Solange sie nur ausgebeutet wurde bis zu einem bestimmten Punkt, hat sie nicht gesprochen. Ja? Jedenfalls nicht so, dass wir es hören mussten mit Ahrweiler und den Bränden in Sibirien und in Kalifornien und den Hitzewellen in Südspanien und whatsoever. Alles das, was in der Gegenwart passiert, spricht sie und belegt diesen Satz von Horkheimer Adorno. Und ich glaube, dass ein Schlüssel für die neue Aufklärung die Revision dieser Grundidee der alten Aufklärung ist. Das finde ich großartig, dass du Horkheimer und Adorno erwähnst. Als ich noch Student war, Physikstudent, waren das für mich die großen Vordenker. Und dass man dieses in die heutige neue Aufklärung wieder mit einbeziehen muss, völlig einverstanden. Und dann will ich noch sagen, diese Menschbezogenheit im heutigen Anthropozän, einer neuen geologischen Zeit, in welcher alles vom Menschen abhängt, ist auch in Bezug auf Balance eine ganz dumme Sache, ganz gefährliche. Wir müssen auch eine Balance zwischen Mensch und Natur haben. Und die Natur ist letzten Endes stärker. Wir tun aber im Moment so, die ganze Ökonomie ist so aufgebaut, als komme es nur auf den Menschen an. Das kann nur schiefgehen. Offenbar, also wie man sieht. Also es wird ja gerade, es wird ja gerade vorgeführt. Und auch sozusagen die Nummer mit dem Wachstum ist ja auch interessant. Also in politischer und ökonomischer Kommunikation tut man ja so, als würden wir gerade weiter das Experiment fortsetzen, was überprüft, ob auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum möglich ist. Das wollen wir mal rauskriegen. Da sind sie alle noch irgendwie zugange und tun so. Und das finde ich ja das Irre. Und das finde ich, den Schlenker müssen wir machen. Du bist so ein alter Recke der Ökologiebewegung. Ja? Warum es eigentlich nicht geglückt ist, jetzt nach 50 Jahren nach Grenzen des Wachstums, 51 Jahre nach Gründung von Greenpeace, viele, viele Jahrzehnte nach Gründung einer Klimabewegung, warum es eigentlich nicht gelungen ist, diese Basisannahmen nicht aus der Welt zu, also was diese Leute jetzt dann ab morgen in Elmau erzählen, sich gegenseitig, welchen Text die sich vorerzählen. Das wird gewissermaßen das genaue Gegenteil von dem Text sein, den wir hier gerade versuchen, miteinander zu entwickeln. Ja? Die werden dann auch sagen, ja, Klima, wichtige Sache. Also steht dann hinterher irgendwie, du Klima, wichtige Sache. Aber alles, was sie beschließen zu tun, ist gewissermaßen die Fortsetzung eines Zerstörungsprogramms. Und was mich wirklich beschäftigt, weil ich ja auch auf den Jubiläumsveranstaltungen dann bin, genauso wie du, also 50 Jahre Greenpeace letztes Jahr oder jetzt hatten wir in der Volkswagen Stiftung die Veranstaltung zu 50 Jahren Grenzen des Wachstums und sowas, wo ich dann denke, what the fuck, das kann doch eigentlich nicht sein, das geht doch nicht, ja, wieso dringt es, oder ich sage nochmal ein anderes Beispiel, was mich sehr beschäftigt, wir haben jetzt seit dem 24. Februar diesen Krieg, diesen wirklich fürchterlichen Krieg, über den man in vielerlei Hinsicht diskutieren kann. Es gibt einen Punkt, der über diesen Krieg nicht besprochen wird. Und das ist die ökologische Dimension dieses Krieges. Das ist ein totaler Wahnsinn. Also alle Kriege seit dem Ersten Weltkrieg sind fossile Kriege. Es wird eine unfassbare Menge an Material, an Energie
und entsprechend Emissionen und sonst was produziert, um diese Kriege zu führen. Sie entfalten ihre Vernichtungsgewalt nur auf der Grundlage der fossilen Energie, die sie verwenden. Wir sehen diese Bilder aus den ganzen zerbombten Städten, die zerstörten Infrastrukturen, die Kriegsziele sind alles Ziele der fossilen Infrastrukturen, Tanklager, Kraftwerke, Transportwege, sonst irgendwie was. Und wir haben eine 50 Jahre Diskussion darüber, Grenzen des Wachstums, Öko und so weiter und so weiter, und sind nicht in der Lage, diese Dimension auch nur in irgendeiner Talkshow oder sonst was überhaupt zu adressieren. Und es zeigt für mich, dass der Fehler, das gehört dann vielleicht zu der neuen Aufklärung auch dazu, der Debatten, der ist, dass es sozusagen Departments sind. Also wir machen so unser Gespräch, die G7 machen so ihr Gespräch, die Leute, die den Krieg betreiben, machen ihr Gespräch, und wir leben alle in so einer idiotischen, friedlichen Koexistenz. Dabei ist das Problem, dass der Zusammenhang fehlt zwischen diesen Dingen. Und das sind so Sachen, die mich jetzt gerade in diesem Jahr wirklich etwas mürbe machen, dass wirklich nach einer so langen Zeit das Bewusstsein darüber, dass die ökologische Frage keine Add-on-Frage ist, ach, darüber müssen wir auch noch reden, dass Nachhaltigkeit keine Sache ist, die dazukommen muss, sondern Teil dieser neuen Aufklärung muss sein, dass der Zusammenhang nicht nur verstanden wird, sondern gewissermaßen immer von vornherein dabei sein muss bei jeder Entscheidung, die man trifft. Übrigens auch interessant, 1976 sind Umweltverbrechen im Zusammenhang von Kriegshandlungen von der UN als völkerrechtliche Verbrechen festgelegt worden, infolge des Vietnamkrieges. Und zwar deswegen, weil der Vietnamkrieg bis heute nachhaltige Folgen hat, Entlaubungsgeschichten und alles, was dort angewendet worden ist, für den Gesundheitszustand der Menschen dort, für den Zustand der Wälder und so weiter. Da ist das beschlossen worden. Das ist kodifizierter Bestandteil des Völkerrechts. Keine Sau spricht darüber. Ich finde das total abgefahren. Und wie ich jetzt gerade gelesen habe, ist die Menge an Munition, die in den 3,5 Monaten verballert worden ist in der Ukraine, auf dem Niveau von 20 Jahren Afghanistan-Krieg. Ich bin dir sehr dankbar, dass du genau diesen Kontext darstellst. Es gibt im Bereich der Vereinten Nationen eine neue Diskussion über, was man nennt, Ecocide. Das ist genau der Versuch der juristischen Konkretisierung dessen, was 1976 schon mal angedacht wurde, was aber nie wirklich gesetzeswirksam geworden ist. Aber es gibt das Gesetz. Aber man muss jetzt eben auch die Exekutive mit einbinden und nicht nur die Juristen. Gut, also das finde ich sehr gut. Im Übrigen bin ich sehr froh darüber, dass du Greenpeace nennst, in dem Zusammenhang ein aktualpolitisches Wunder. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat Jennifer Morgan bis dahin Weltvorsitzende von Greenpeace nach Deutschland geholt, ins Auswärtige Amt, weil sie es so wichtig findet, dass man auch internationale Umweltpolitik macht. Ich kenne Jennifer Morgan seit mehreren Jahrzehnten, bin mit ihr quasi befreundet, kann übrigens exzellent Deutsch, und ich glaube, da kann was draus werden, auch dass Deutschland in G7, G20 und so weiter eine Stimme für die ökologische Seite hat. Dass Putin und andere auf der Welt immer noch denken, Politik heißt Territorialgewinne, ist natürlich zerstörerisch bis dort hinaus. Im 19. Jahrhundert, immer noch leere Welt, war das vielleicht gerade noch verständlich und akzeptabel, aber wir in Europa dürfen stolz darauf sein, dass wir nach 1945 gesagt haben, Kriege
unter europäischen Staaten gibt es nicht mehr, wir machen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und dann schließlich die Europäische Union. Dafür bewundert man uns in Asien, in Afrika, in Amerika an einigen Stellen, aber bei bestimmten Persönlichkeiten wie Donald Trump oder dem jetzt abgewatschten australischen Premierminister oder eben in Russland oder auch Xi Jinping in China, die denken noch in den Kategorien des 19. Jahrhunderts. Das muss überwunden werden, und zwar alleine schon aus ökologischen Gründen. Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, einen super spannenden Punkt, weil ich könnte jetzt mal die These aufstellen, Sie denken wieder in den Kategorien des 19. Jahrhunderts, weil die Folgen des Klimawandels und anderer ökologischer Probleme, das Verschwinden oder das Zurückgehen von nutzbaren Böden sind. Richtig. Man muss was ganz, es muss man wirklich verstehen. Imperialismus ist Landnahme. Ja. Und ein klassisches, wie soll man sagen, Wachstumsmodell für imperiale Staaten ist, wir nehmen uns das, was wir brauchen, mit Gewalt. Und das geht sozusagen bruchlos bis ins 19. Jahrhundert. Dann gibt es, wir können jetzt aber nicht die Zeit, über die Entstehung der Kriege im 20. Jahrhundert zu reden, aber der Aspekt der Landnahme spielte immer auch eine Rolle. Übrigens beim Ersten Weltkrieg interessanterweise mehr nach Kriegsausbruch als vor Kriegsausbruch, ist auch was Interessantes. Aber dann haben wir die Hoffnung gehabt, es gibt sowas wie eine internationale Friedensordnung, wie du sie gerade beschrieben hast, und der Imperialismus verschwindet aus der Welt. Und jetzt kommt er zurück. Und ich habe so den Verdacht, der kommt auch deswegen zurück, weil tatsächlich in der, was du die volle Welt nennst, ist ja zugleich eine Welt, die weniger Platz für das Volle hat. Weil wir unglaublich viele Böden verlieren, Gewässer verlieren, die noch intakt sind, die dafür da genutzt werden können, dass Menschen damit überleben können mit diesen Sachen. So, und wenn das weniger wird, was denkt sich dann jemand, der eine Vorstellung von Staatlichkeit hat, die nicht universalistisch gedacht ist? Also ein Wesensmerkmal unserer Form von Staatlichkeit ist ja, wir haben, wenn wir Verteilungsprobleme haben, denken wir an die Verteilung für alle. Da gibt es sozusagen kein Exklusionsmerkmal in der Theorie, in der Praxis ist es ein bisschen anders. Aber totalitäre Staaten denken nicht so. Die denken nicht universalistisch, sondern die denken, wir brauchen was für unsere Leute. Ja? Also nehmen wir es den anderen weg. Und das gehört für mich zu dem ganzen Spektrum der Umwelt- und Klimafolgen mit dazu, dass sich gewissermaßen die politischen Optionen verändern, hin zu so einem Imperialismus. Danke. Ich würde jetzt aber doch ganz gerne versuchen, realpolitisch an die Stelle zu kommen, wo die Leute, die bisher immer nur grapschen wollen, sagen, naja, die Klimageschichte ist doch verdammt gefährlich. Jetzt wollen wir doch wenigstens eine Entkoppelung unseres Wohlstands von der Klimaversauerung hinkriegen. Das heißt zum Beispiel, dass man statt fossilen Brennstoffen Sonnenenergie bringt, auch Windenergie, in eingeschränktem Sinne Wasserkraft, und da gibt es eine absolut sensationelle Entwicklung der letzten 20 Jahre. Ich war Mitglied im Bundestag vor 20 Jahren und da hat mein Freund Hermann Scheer die Idee gehabt, wir bräuchten ein erneuerbare Energiengesetz. Und da sind wir natürlich von allen Ökonomen ausgelacht worden. Oder beschimpft, denn damals kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom 2 D-Mark, also 1 Euro. Und dann, als Hermann Scheer im damaligen Kabinett
von Gerhard Schröder versucht hat, den normalen Weg zu gehen. Die Regierung bringt einen Gesetzentwurf vor und der Bundestag segnet ihn ab. Und dann ist er zu einem zuständigen Minister, der hieß Werner Müller, gegangen, das war der Wirtschaftsminister, und sagte, ich will das EEG-Gesetz, und zwar so, dass eine kostendeckende Vergütung an diejenigen Produzenten gezahlt wird, die Photovoltaik oder überhaupt Sonnenwärme oder Windenergie ins Netz einspeisen. Und dann kam er zu mir und sagte, ich war also bei dem Minister und er hat gesagt, auf keinen Fall. Da würde Deutschland furchtbar arm. Wenn wir also für jede Kilowattstunde 2 D-Mark zahlen müssten, dann wäre Deutschland nach kurzer Zeit pleite. Also so können wir das nicht machen. Und dann fragte mich Hermann Scheer, sag mal, was machen wir jetzt? Es sah unangenehm aus. Dann sagte ich, jetzt komm mal her. Jetzt gehen wir zusammen, zu zweit, zum Fraktionsvorsitzenden, der hieß damals Peter Struck, und bitten ihn um einen Tagesordnungspunkt in der nächsten Fraktionssitzung oder übernächsten über erneuerbare Energiengesetz. Und Struck war sehr gut informiert, er wusste ganz genau, das gibt Radau. Aber dann sagte er, da kommen jetzt zwei Kollegen aus unserer Fraktion, das war die SPD, und wollen einen Tagesordnungspunkt. Dann werde ich als Fraktionsvorsitzender Ja sagen. Ja? Und dann kam dieser Punkt. Und dann hat Hermann Scheer eine glanzvolle Rede gehalten. Und dann haben wir eine Stunde lang diskutiert. Er hat sehr stark betont, dass durch die kostendeckende Vergütung auf einmal von einigen Hunderttausend, auf einmal viele Millionen ihre Dächer mit Photovoltaikkleistern und so weiter. Und dadurch würde es ständig billiger werden. Wir haben eine Stunde diskutiert und da gab es eine Zweidrittelmehrheit ungefähr, die sagten, ja, das wollen wir. Und dann ist Gerhard Schröder aufgestanden und sagte, wir haben jetzt über den Gesetzentwurf Erneuerbare Energiengesetz geredet und abgestimmt und das ist jetzt der Gesetzentwurf der Sozialdemokraten. Und die Grünen waren unendlich happy und waren ganz dabei und das ist beschlossen worden und dann ist Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr es immer billiger geworden. Heute zahlt man in Deutschland für eine Kilowattstunde Photovoltaik 5 Euro Cent. Also ein Zwanzigstel von damals. Und wenn man dann nach Algerien geht oder andere Sonnenländer, da kostet die Kilowattstunde noch 1 Cent. Und die Folge davon ist, dass heute an weiten Teilen der Welt die Photovoltaik, die Fossilenergie preislich unterboten hat. Das heißt also, wenn jemand wirklich Wohlergehen und Wohlstand will, wird er nicht so doof sein und weiter Kohle verbrennen. Das heißt also, es gibt Auswege durch Technologieverbesserung, vor allem in der Richtung eine neue Technologie. Und jetzt müssen wir die Politik nicht nur beschimpfen, dass sie den Wohlstand des Volkes haben will, denn das, wenn man das nur in die alte Sorte von Wachstum und Naturzerstörung einbetten würde, wäre es ja eine Katastrophe. Wir müssen also eine Entkoppelung des Wohlergehens von der Naturzerstörung hinkriegen. Wie wäre das? Ja, das wäre in der Theorie super. In der Praxis zeigen sich ja ganz andere Phänomene. Und da wirst du mir, glaube ich, gleich zustimmen. Solange nämlich die Wachstumslogik weiter besteht und auch keine Veränderung in der wirtschaftlichen Orientierung stattfindet,
dann passiert ja Folgendes. Dann sind jetzt alle total für Elektrifizierung und Dekarbonisierung und würden dir jetzt applaudiert haben. Super Sache, hat voll recht der Weizsäcker. Sogar der Verband der deutschen Automobilindustrie würde applaudiert haben, weil ich saß neulich mal mit so jemandem von denen auf dem Podium und war fasziniert, dass der dann die Texte aufsagte, die vor 20 Jahren aus der Klimabewegung gekommen sind. Und die Autoindustrie, ich sage es Ihnen jetzt im Vertrauen, sind eigentlich die stärksten und wichtigsten Klimaschützer, die wir in diesem Land haben. Das ist also ohne, das Auto ist im Grunde genommen aus der Klimapolitik gar nicht wegzudenken. Und, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn du dir jetzt die Entwicklung in der Automobilindustrie anguckst, dann sieht man genau, was passiert, wenn man dieses Element nimmt und in das traditionelle System einspeist. Dann passiert genau das, was im Moment passiert: Der Kleinwagen verschwindet aus der Welt. Es gibt keine Kleinwagen mehr in Zukunft, übrigens auch als wirklich dezidierte Unternehmensstrategie beispielsweise von Mercedes, weil es sich nicht rechnet, diese großen aufwendigen Batteriegeschichten für kleine Autos und so weiter, wenn ich die größeren Autos habe, dann rechnet es sich, die da einzubauen, weil die Gewinnmarge bei den großen größer ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, die Entwicklung läuft genauso, wie sie vorher gelaufen ist. Mercedes bringt Elektroautos mit 600 PS und 3 Tonnen Gewicht. BMW macht genau dasselbe. In den USA gibt es jetzt Fords, Pickups von Ford, die weitaus mehr als diese 3 Tonnen wiegen, die übrigens den großen Vorteil mit haben, wenn mal zu Hause der Strom ausfällt, hat man ja das Auto vor der Tür, das in der Lage ist, 3 Tage das Haus mit Strom zu versorgen, und sie produzieren nicht Ford, aber andere Elektroautos mit 1100 PS. Das heißt, das, was du eben so schön geschildert hast und woran der arme Kollege Habeck arbeitet, nämlich das voranzubringen mit den erneuerbaren Energien, hat immer noch den Haken, dass ein großer Teil der Windräder, die dann da aufgestellt werden, und der Photovoltaikanlagen aufgestellt werden für Verschwendung. Ja, und insofern kommt man ja aus der Problematik überhaupt nicht raus, womit wir wieder bei dem Thema der neuen Aufklärung sind. Ja? Also es ist ja eine Illusion, die sich zunehmend zeigt, wenn man darauf setzt, dass diese technischen Optionen ja so verstanden wären, als würden die das Problem lösen. Das tun sie natürlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, an vielen Stellen wirkt das sogar, wie eben geschildert, als Problemverstärker. Und ich glaube, da haben wir ja eine ganz andere Aufgabe, nochmal von dieser Seite her, also sich nicht dem, wie soll man sagen, der Reklame anzuschließen, dass allein auf der technischen Ebene die Probleme lösbar wären. Ich habe vorhin aufgehört, nachdem ich den technischen Teil gesagt habe. Dann kommt der politische Teil, den hast du jetzt sehr richtig und mit Recht applaudiert, gesagt. Das muss natürlich dazukommen. Technik alleine ist in der Tat die Versuchung zur Verschwendung. Das heißt, man muss dann auch, ich sage manchmal, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Und wenn das erreicht wird, dann wird Verschwendung unbezahlbar. Das heißt, man muss dafür sorgen, nicht nur die richtige Technik zu entwickeln, das ist auch sehr gut, sondern auch die Rahmensetzung durch den Staat oder die Staatengemeinschaft so zu machen, dass diejenigen, die im Sinne deines Wortes Verschwendung betreiben, ärmer werden und nicht reicher. Und ich habe neulich mal Källenius gehört, den Chef von Mercedes, ich kenne ihn persönlich, und er sagt, eigentlich würden wir gerne klimaneutrale Autos machen, und er kennt auch die Idee, die ich für die chemisch gesehen eleganteste halte, nämlich den Treibstoff klimaneutral zu machen, aber nicht notwendigerweise nur über ein Elektroauto,
sondern über ein sogenanntes Methanolauto. Es geht so, man nehme grünen Wasserstoff, zum Beispiel dort, wo er billig ist, also ich habe vorhin Algerien erwähnt, und verbindet das Wasserstoff, das grüne Wasserstoffmolekül mit CO2, dem Treibhausgas. Und wenn man das zusammenbringt, kriegt man einen chemischen Stoff, den nennt man Methanol. Und du kannst ein Auto statt mit Benzin mit Methanol füttern. Das ist was anderes als das Elektroauto. Kostet ein bisschen mehr. Und dann sagt aber Källenius, naja, ist eine gute Idee, würden wir auch gerne machen, aber das Rausholen von CO2 aus der Luft kostet uns noch viel zu viel. Und deswegen sind wir mehr für die elektrische Seite. Ja, aber ich muss das wirklich, also derselbe Källenius ist eben genau der, der vor 4 Wochen oder was die neue Unternehmensstrategie verkündet hat. Habe ich gesehen. Und die Unternehmensstrategie ist und jetzt wird es echt kriminell, das schließt so ein bisschen an die Frage an, wie reagieren eigentlich Unternehmen, aber auch Staaten darauf, dass unsere Probleme immer größer werden. Jetzt sind wir, es bleibt ja niemandem verborgen, wir haben ein Zeitalter der sich ablösenden oder sich kumulierenden Krisen. Da kommen viele Sachen zusammen. Meine These wäre, die hängen auch alle miteinander zusammen. Die sind nicht distinkt voneinander, sondern die haben einen systemischen Zusammenhang. Können wir auch noch drüber reden. Aber was macht jetzt ein Automobilhersteller mit dem Problem, dass Krisen natürlich auch immer ökonomische Folgen haben? Also zum Beispiel eine Energiepreiskrise, wie sie jetzt existiert und noch stärker werden wird, was bedeutet das möglicherweise für Arbeitsplatzverluste, für Kaufkraftverluste und sonst was? Ja? Ist für einen Hersteller eines Massenproduktes ein Problem, weil irgendwann können die Leute das nicht mehr kaufen. Also sagen wir mal, untere Bevölkerungsschichten, untere Mittelschicht oder so ist dann krisenbetroffen, kann kein Mercedes mehr kaufen. Was ist eine Unternehmensstrategie, darauf zu reagieren? Diese unsicheren Kantonisten nicht mehr als Kunden haben zu wollen. Es gibt ein Kundenklientel, was krisenfest ist. Das sind die Reichen. Ja, und insofern ist die verkündete Unternehmensstrategie, und das denke ich mir ja nicht aus, ist tatsächlich der führende und größte Luxus-Automobilhersteller dieses Planeten zu werden. Einfach deswegen, weil man da eine stabile Konsumentenschicht hat für diese Dinge. Und da ist es auch egal, ob so eine Schleuder dann 150.000 oder 250.000 Euro kostet. Wenn er schick ist, kaufen die das Ding. So. Und als Sozialpsychologe muss ich sagen, das ist eine Krisenreaktion. Das ist eine genaue Beobachtung dessen, dass die Zahl der Krisen und die Auswirkungen der Krisen in Zukunft schwerwiegender und größer wird. Was mache ich dann damit? Und da würde man klassisch immer denken, in unseren alten, ich nenne das mal sozialdemokratischen Welten, ja? Also mit sozialer Marktwirtschaft oder sonst was, hätte man immer einen integrativen Ansatz verfolgt. Das heißt, wir müssen die Krise so lösen, dass sie für alle gelöst wird. Und das ist ähnlich wie auf der staatlichen Ebene eine Renaissance von Landnahme und sonst was, ist das hier auch ein anderes Modell, dass man sagt, wenn das enger wird in der Welt, dann können wir uns solche universalistischen Perspektiven, solche integrativen nicht mehr leisten. Und sowas beobachte ich mit sozusagen aus meiner fachlichen Perspektive immer vor dem Hintergrund, dass unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gruppen aus demselben Sachverhalt vollkommen unterschiedliche Schlüsse ziehen. Völlig unterschiedliche Schlüsse mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Das unterschätzt man übrigens in der ganzen Klimadiskussion. Und sowas, glaube ich, macht es nochmal, jetzt mache ich den Bogen wieder, nochmal viel notwendiger, dass wir auch die Kommunikation über diese Themen verändern. Also auch im Sinne dieser neuen Aufklärung. Wir müssen über die Dinge anders sprechen, als sozusagen immer in Bezug auf die Lösungen, sondern wir müssen den Horizont so aufmachen, dass wir es mit einem
Problem zu tun haben, was unsere ganze Kultur inklusive der Wirtschaftskultur, der Konsumkultur und der Alltagskultur betrifft. Und wenn man da nicht anders drüber spricht, sondern sozusagen schwerpunktmäßig über CO2 und technische Lösungen dafür spricht, adressiert man das Problem nicht. Also da finde ich genau richtig. Ich habe nun nicht Werbung für Mercedes und die Reichen gemacht. Nein, das wollte ich dir auch damit überhaupt nicht unterstellen. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch zum Beispiel das Thema Methanol in die Agenda bekommen. Und gleichzeitig stimme ich dir 100% zu, das muss mit sozialer Gerechtigkeit einhergehen, sonst haben wir verloren. Und nachfolgende Generationen erst recht. Sonst gibt es ja auch nur erstmal einen Volksaufstand mit Recht. Auch das muss vermieden werden. Das heißt also, wir kommen uns in dieser Hinsicht in Bezug auf die Zielsetzung und wohl auch die Methoden ziemlich nahe. Dass ich die Technik trotzdem ungeheuer wichtig finde, absolut, ist dadurch zu verstehen, dass sonst die Reichen, die Gauner, die Betrüger und ich weiß nicht was alles, immer ausweichen und sagen, ja, also wo sollen wir denn hinkommen, wenn plötzlich niemand mehr technologisch was Neues erfinden kann. Und mit diesem Scheinargument bringen sie die sozialpolitische Diskussion praktisch zum Erliegen. Und das wollen wir beide nicht. Also, ich sage nur, in dieser Aufklärung muss im Sinne von Gemeinwohl gedacht werden und nicht Kapitalistenwohl. Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Nur die heutige neoliberale Ökonomie tut so, als sei Geldschöpfung für Kapitalisten das eigentliche Ziel. Ja. Also da sind wir jetzt schon relativ nah. Jetzt müssen wir natürlich darauf sehen, dass wir in der Breite der Bevölkerung nicht als Utopisten dastehen. Ich will noch eine kleine politische Anekdote sagen. Die Große Koalition hatte vor 4 Jahren oder wann immer das war, ein relativ mutiges Klimapolitikbündel vorgetragen. Und ein paar Wochen später war Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Und da war der Hauptzorn der AfD, diese Idioten von denen da oben, die wollen jetzt plötzlich über Klima reden, statt über uns Menschen. Und dann hat die AfD ihren Stimmenanteil verdreifacht. Ja? Die hassen die Idee Klimaschutz und kriegen damit einen Riesenapplaus. Darauf müssen wir aufpassen. Es gibt breite Bevölkerungsschichten, die wollen nicht das, was wir wollen. Ja, das ist mir schon bekannt. Ja, ja. Und jetzt müssen wir mit daran arbeiten, wie können wir auch denjenigen, die sich als die Unterprivilegierten empfinden, sind sie ja wohl auch, mitmachen und das Gefühl haben, diese Sorte von Klimaschutz ist nicht nur gut für künftige Generationen, sondern auch für uns. Ja, aber das ist der entscheidende Punkt, da sind wir sofort uns einig, nämlich glaube ich, dass man Angebote machen muss und dass man Mühe darauf wenden muss, Angebote darüber zu machen, wie ein anderes Leben aussehen kann. Das ist, glaube ich, das kardinale Versäumnis der in vielerlei Hinsicht erfolgreichen Ökologie-, Umwelt-, Klimabewegung, dass sie die Notwendigkeiten betont, dass man etwas verändern muss, aber nicht gewissermaßen, jetzt kommt die Zukunft ins Spiel, nicht ein attraktives Gestaltungs- und Teilhabemodell entwickelt, wie denn die nächste Gesellschaft aussieht. Ja? Und zwar nicht
sozusagen als eine, die müssen wir jetzt machen, weil wir einen negativen Grund dafür haben, sondern wir müssen sie machen, weil wir sie machen können und weil es viele Dinge in unserem Leben total verbessert, wenn wir das gemacht haben. Also anders wohnen heißt ja nicht schlechter wohnen, anders sich bewegen heißt ja nicht sich schlechter bewegen, aber dieser Teil, würde ich auch sagen, ist gewissermaßen die praktizierte Aufklärung. Also welche Wohnprojekte, welche Entautorisierungsprojekte in Städten kann man denn eigentlich zeigen, wo Leute hinterher sagen, seit das hier alles sich verändert hat, leben wir viel besser. Ja? Und das übersetzen auch in eine politische Programmatik. Das ist ja das, finde ich, das ist wirklich ein Versäumnis. Also ich mag ja das alte Zitat von Ernst Bloch aus einem Aufsatz von den 1930er Jahren, wo es um die Frage ging, warum haben die Faschisten gewonnen und nicht die Kommunisten, also in den Auseinandersetzungen. Und dann sagt Ernst Bloch, was die KPD gemacht hat, war richtig, nur was sie nicht gemacht hat, war falsch. Und was sie nicht gemacht hat, war jenseits der Fakten zu argumentieren, sozusagen Horizonte zu entwickeln, Emotionen der Begeisterung und sonst was zu entfachen für eine andere Gestaltung der Welt. Und ich glaube, dasselbe Problem haben wir auch, weil in gewisser Weise ist das ganze Klima einfach nur negativ kodiert. Ja, so, und nicht als etwas Positives. Was steckt denn da drin? Ja, wie werden wir denn die Autos los und all solche Sachen. Ja? Und da glaube ich, und das würde ich zu dem Teil des Projektes einer neuen Aufklärung zählen, weil auch diese neue Aufklärung kann ja nur eine sein, die irgendwo sich verankern kann, wenn sie attraktiv ist, wenn sie ein Angebot macht. Ja? Sehr gut. Ich bin natürlich begeistert, dass du auch Ernst Bloch nennst. Ich war in den 1970er Jahren Doktorand in Freiburg und es war sogar noch 60er Jahre, da fing das an. Und da haben wir eine Arbeitsgruppe Dritte Weltaktion und so gemacht. Und da haben wir eine Großveranstaltung organisiert. Ich war damals Juso-Vorsitzender in Freiburg mit Ernst Bloch, mit Günter Grass, mit dem damaligen frischen Entwicklungsminister Erhard Eppler, dann einem von der CDU und einem von DGB. Und da war die Stadthalle voll, 4.000 Leute, das war da draußen in Mösle. Und Riesenbegeisterung, insbesondere über Ernst Bloch, weil der eben auch in die Tiefe gegangen ist. Und nicht nur flache Politik, aber auch Erhard Eppler ist in die Tiefe gegangen. Er war begeistert davon, dass man Nord-Süd Freundschaft baut und nicht nur aus Räubern und so weiter. Das war richtig gut. Also insofern, da danke ich dir dafür. Aber jetzt will ich doch noch mal ein anderes Stückchen weitergehen. Wenn in Deutschland jemand sein Verbrennerauto nicht mehr will, sondern Elektroauto, dann ist das Typische, dass der Verbrenner dann nach Afrika geht. Und das ist für das Klima nicht nützlich, ja? Um es mal so auszudrücken. Weltweit fahren zurzeit etwa 1,1 Milliarden Verbrenner auf der Welt. Und dies jetzt alles in Elektro und dann womöglich auch noch im Sinne von Mercedes in Großelektro zu machen, bringt dem Klima nichts. Wir müssen den klimaneutralen Verbrenner als Zwischenstufe machen.
Zwischenstufe wohin? Zwischenstufe in klimaneutrale Mobilität. Ja, aber dann, also jetzt mag gut sein, wir haben uns ja vorhin darauf geeinigt, wir müssen technische Lösungen eigentlich als die abhängige Variable verstehen. Richtig, oder? Völlig mal. Völlig das, richtig. Das Thema der neuen Aufklärung ist sozusagen die unabhängige Variable. Wir müssen uns über Kultur... Nee, ich dachte jetzt an den 1 Milliarde Autobesitzer auf der Welt, denen wir sagen, wir müssen fürs Klima was machen. Und dann sagen die heutigen Deutschen, ja, ihr müsst eben auf Elektro umsteigen. Ja, das ist klar, da ist ja auch ein Interesse dahinter. Aber ich würde das, aber wir wollen uns da nicht verzetteln, weil es gibt auch gleich noch, glaube ich, Fragen aus dem Publikum. Ach so, ja. Aber ich, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Also, was ich ja viel interessanter finde und auch noch sozusagen in das Erzählen einer neuen Geschichte über die neue Aufklärung, dass wir natürlich auch Ideen entwickeln können, nicht über andere und vor allen Dingen anders sozusagen versorgte Mobilität, sondern über weniger Mobilität. Ja? Und da gibt es ja Strategien, die sind teilweise so unfassbar einfach, ja, dass man staunt, wie elegant und wie einfach man über das Weniger reden kann. Also das Beispiel, was ich in letzter Zeit häufig erzähle, weil es tatsächlich um Verkehrswende und Mobilität geht, ist das Beispiel einer kleinen österreichischen Gemeinde in Vorarlberg, die ein Mobilitätsreduktionsprogramm gemacht haben, und zwar schlicht und ergreifend dadurch, dass sie den örtlichen Lebensmittelladen subventionieren. Okay? Und da ist der Gedanke sehr... Das ist ein Schweizer Modell. Ja, das ist ja auch extrem naheliegend. Ja? Also man reduziert die Notwendigkeit für Menschen, sich ein Auto zu halten und sonst was, weil man in die blöde Shopping Mall 20 Kilometer weiterfahren muss und sowas. Und das ist aber ein Mobilitätsthema, einen Lebensmittelladen zu subventionieren. Darum geht es mir. Wir können, wenn wir die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem, auf das ein Auto eine Antwort sein sollte oder ein Mobilitätssystem eine Antwort sein sollte, dann kommt man zu einer ganz anderen Perspektive. Und man gewinnt, und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig auch für das Neuere, ist, dass das ökologische Thema vielleicht gar nicht im Vordergrund steht. Weil wenn ich den örtlichen Lebensmittelladen habe, dann habe ich so viel unmittelbare, direkte, positive Effekte. Ja, dass Leute sich dort treffen, dass man tratschen kann, dass man sich austauschen kann, dass es eine Art sozialen Kern in der Gemeinde wieder gibt oder so, dass dann die Klimathematik irgendwas ist, wo vielleicht, wenn ein Journalist danach fragt, Leute überrascht sagen, ja, wir tun auch was fürs Klima dadurch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man wieder lernen muss, dass man nicht gewissermaßen wissenschaftlich begründet sagt, wir müssen die Welt verändern, sondern jetzt nochmal der Punkt, wir können sie verändern, indem wir unsere Welt so verändern, wie wir es können. Und dann sieht man, was dabei rauskommt. Und wenn man dann sagt, das hat auch noch positive Effekte für X, Y, Z, nehmen die Leute das gerne mit. Und Schweiz sagst du ja nicht aus Zufall, weil die Schweiz hat ein funktionierendes Verkehrssystem mit wahnsinnig guten Effekten für die also negativen Effekten für die Automobilität in der Schweiz. Und das benutzen die Leute, weil es gut ist, weil es cool ist. Und ich glaube, so muss man denken. In der Schweiz gibt es ja auch Lebensmittelkonzerne quasi. Einer von denen hat vor 40 Jahren oder was gesagt, dass die Leute von ihrem Bergdorf runterfahren müssen, mit dem Auto womöglich, um Milch einzukaufen, irgendwas, ist doch absurd. Wir sorgen jetzt dafür, dass man bis ins höchste Bergdorf hinein so eine Art von Lebensmittelhandel hat. Und dann lassen wir die Anfangsfinanzierung von den Leuten im Bergdorf mit übernehmen. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann hat das Verkehrssystem dafür gesorgt, dass es Takt-Vehikel gibt
Also mindestens einmal die Stunde, möglichst aber alle 10 Minuten oder auch eine halbe Stunde oder was. Und dies wird dann eher staatlich subventioniert. Und die Folge davon ist, dass tatsächlich pro Kopf in diesen Gegenden eine auch klimafreundlichere Gesellschaft entstanden ist. Ja. Also ich bin sehr für diese Sorte von Erzählungen, nennt man das ja heute, wo zwischen denen, die Geld verdienen, denen, die Staat spielen und denen, die die eigentlichen Gewinner davon sind, dass das richtig zusammenkommt. Ja, wobei man noch ergänzen kann, das sind natürlich dann auch Genossenschaften in der Schweiz. Richtig, große absolut. Lebensmittel, ja. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ja. Also, ich stimme beiden Vorschlägen im Grundsatz erstmal total zu. Und ich würde aber bei vielen Dingen, die, sagen wir mal, von einer neoliberalen Seite aus oder von Wirtschaftsseite aus oder von anderen bösen Akteuren aus als Verzicht bezeichnet würden, würde ich überhaupt nicht als Verzicht bezeichnen. Also vieles von dem, was in der Gegenwart uns auferlegt wird, erfordert von uns unglaubliche Verzichtsleistungen. Und die könnte man loswerden, indem man Dinge anders organisiert. Den Punkt, den Sie machen, dem würde ich total zustimmen. Das meinte ich ja auch vorhin, dass wir ja nicht in idealen Welten leben und so Dinge verrätseln müssen in der Diskussion. Es geht um das Abgeben von Privilegien. Das ist aber nochmal was anderes als alltäglicher Verzicht. Das geht weit darüber hinaus. Und da stimme ich Ihnen total zu. Und dazu gehört für mich auch, dass wir eine andere Ernsthaftigkeit in unsere Fragestellungen reinbringen müssen und nicht immer so tun müssen. Also wie gesagt, für mich ist die Frage, wir wissen doch alles, warum handeln wir nicht, eine künstlich verrätselte Frage. Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele sehr manifeste Gründe, warum verhindert wird, dass man das Bessere tut. Und der andere Punkt, da hat der Herr, der vorher die Ausführung gemacht hat, durchaus recht. Es gibt ja keine direkte Verkopplung zwischen Wissen und Handeln, weil wir ja keine Leute sind, die auf der Grundlage von durchdachten Problemanalysen Entscheidungen treffen, sondern wir treffen Entscheidungen deswegen, weil wir soziale Wesen sind und weil wir dafür gemocht werden wollen, was für Entscheidungen wir treffen. Das ist ein viel größerer Motor für die Handlungsentscheidung als alles andere. Und das interessanteste Wort, was wir in der deutschen Sprache haben, ist das Wort eigentlich, was genau darauf verweist. Eigentlich müsste ich ja, aber. Ja? Ich muss jetzt aber meine Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Ich weiß ja eigentlich, aber. Dies und das und jedes. Und wir haben sozusagen immer dann ganz anders begründete Handlungsentscheidungen, als wir es eigentlich wissen. Und der Punkt mit der Verantwortung, das ist in der Tat ein ganz entscheidender Punkt. Um es mal ganz konkret für diesen Saal zu machen, würde ich sagen, dass die Jungs, die da vorhin sich artikuliert haben, die übernehmen gerade Verantwortung, weil sie sich ja auch dafür rechtfertigen müssen, weil sie möglicherweise mit der Universität Probleme kriegen, weil sie in irgendeiner Weise dafür gerade stehen müssen. So, und das finde ich eine extrem wichtige Sache. Auch da komme ich wieder auf die Entwicklung unserer Form von Gesellschaft zurück. Die hätte sich nicht in vielerlei Hinsicht so positiv entwickelt. Es gibt eben viele negative, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es gibt viele zivilisatorische Errungenschaften, die sehr, sehr gut sind. Und die sind deswegen da, weil Leute an bestimmten Stellen Verantwortung dafür übernommen haben, dass die Dinge anders werden oder dass sie besser werden. Und ich stimme Ihnen analytisch auch zu, dass niemand dazu neigt, Verantwortung übernehmen zu wollen. Deshalb haben wir ja die neue, finde ich, die neue Sozialfigur des Überraschtseins. Es sind ja neuerdings immer alle Verantwortlichen total überrascht. Ja? Also man erinnere sich noch an deinen Parteikollegen Heiko Maas, als die Taliban nach Kabul gekommen sind. Ja, völlig überrascht. Ja. Und als das mit dem Ahrtal passiert ist, waren alle total überrascht. Also nach 30 Jahren Klimawissenschaft. Und dieses Überraschtsein
ist ja eine Figur, mit der man sagt, ich habe keine Verantwortung dafür. Das konnte niemand vorhersehen. Ja, und sowas gilt es wirklich echt zu beobachten und auch in dem Fall dann zu skandalisieren. Wieso sind Leute überrascht, wenn sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als dafür zuständig zu sein, dass die Überraschung nicht entsteht? Ja. Also erstens, dem würde ich sehr gerne zustimmen. Zweitens, das Plädoyer, die guten Seiten der alten Aufklärung nicht zu zertrümmern, ist absolut auch meine Meinung. Selbstverständlich müssen wir saubere Naturwissenschaft nach den Regeln der Logik und so weiter machen. Aber das war, dieser Teil war richtig und ist richtig. Einiges von dem, was in der alten Aufklärung vorhanden war, einschließlich der Arroganz gegenüber anderen Völkern, muss überwunden werden. Und wir brauchen eine neue Aufklärung, die der heutigen Situation von 8 Milliarden Menschen, von Überkonsum, von Verschwendung und ich weiß nicht was alles, ein Ende bereitet und stattdessen wieder eine Art von Verantwortung wahrzunehmen, die auch für künftige Generationen gültig wird. Verzicht muss selbstverständlich sein, aber Herr Welzer hat es eigentlich schon deutlich gemacht, das heißt nicht ärmlich werden, traurig werden oder irgend so etwas, sondern Schönheiten ohne Verschwendungsgeschichten zu erfahren und weiter zu verbreiten. Gruppenbildung in diesem Sinne ist etwas Wunderbares.